Unser Tal wird von dem steten Wind beschützt, der vom Wasser her zu uns weht. Die giftigen Sporen können uns nicht erreichen. Wie ist es, Jupa? Willst du dich nicht allmählich auch im Tal niederlassen? Sieh dir meinen Zustand an. Alle hier würden sich freuen. Gib dir keine Mühe. Einer wie Jupa wird nicht sesshaft. Es ist seine Bestimmung, immer auf der Suche zu sein. Wenn du es sagst. Auf der Suche nach was? Großmutter, was meinst du? Sieh an, dann weiß unsere kluge Prinzessin also gar nicht Bescheid. Siehst du dort an der Wand den bestickten Teppich, mein Kind? Ich kann ihn nicht mehr sehen, aber ich weiß, dass in der oberen linken Ecke eine Figur ist. Diese Gestalt steigt mit einem blauen Gewand angetan inmitten eines goldenen Feldes vom Himmel herab, um das zerrissene Band zwischen der Schöpfung und allen Kreaturen der Erde neu zu knüpfen. Ja, und der Sage nach führt sie dann alle Menschen in das wunderbare grüne Land. Meister Jupa, ich dachte, das wäre nur eine alte Legende. Glaubt ihr wirklich daran? Stell mich nicht als Narr hin, Großmutter. Ich weiß schon, das magst du nicht. Was mich treibt, ist der Wunsch, die Geheimnisse des Meeres der Fäulnis zu lüften. Sind wir Menschen ein untergehender Stamm, dem es bestimmt ist, verschlungen und überwuchert zu werden? Darauf suche ich bei meinen Reisen eine Antwort. Wenn ich Meister Jupa bei seiner Suche doch nur helfen könnte.